herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gamesanwalt auf gamersglobal.de. Heute geht es mal wieder um das Thema Free-to-Play, also kostenlose Spiele, die dann ganz so kostenlos doch nicht sind, weil sie zum Beispiel Geld kosten, wenn man weiterspielen will oder irgendwelche Zusatzfeatures haben möchte, ohne die das Spiel vielleicht auch nicht so viel Spaß macht. Das hat ja auch schon die Verbraucherschützer hier in Deutschland auf den Plan gerufen. Der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat ja vor kurzem eine Entscheidung dazu gefällt, nämlich zu dem Fall Runes of Magic. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Und jetzt war auch die italienische Markt- und Wettbewerbsbehörde gegen Tochtergesellschaften, unter anderem von Google, Apple, Amazon und Gameloft vorgegangen. Wegen eben Free-to-Play. Gut, der ein oder andere, der das jetzt hier sieht, sagt sich, was geht mich das italienische Recht an? Ja, eine ganze Menge. Beziehungsweise das italienische Recht ist eben sehr ähnlich dem deutschen, was daran liegt, wir sind beide in der EU. Da gibt es noch ein paar mehr Staaten und die haben eben vereinheitlichtes Wettbewerbsrecht. Das heißt, das Recht dort ist sehr ähnlich dem unseren. Das heißt wiederum, viele Fragen, die sich dort stellen, dürften sich uns hier auch stellen. Was war also passiert? Unter anderem ging es um ein Spiel, das nannte sich Little Pet Shop. Herz allerliebst wohl, so wie das hier klingt, zumindest in der Beschreibung von Osborne Clark. Kleintierladen, daneben wohnen wir und wir müssen uns um die herzlichen kleinen Tierchen kümmern, denen was zu essen kaufen, die Tierchen selber kaufen, was weiß ich. Auf jeden Fall wohl etwas, erstens, wo man drüber streiten kann, ob hier richtig aufgeklärt wurde, dass das Ganze eben nicht ganz kostenlos ist und es richtet sich an Kinder. Genauen Sachverhalt kenne ich leider nicht, deswegen will ich da gar nicht zu viel drauf eingehen. Eher die Frage, wie gilt es denn jetzt bei uns? Und da haben wir das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG, also. Und da gucken wir in den Paragraph 3, der sagt nämlich, welche unlauteren geschäftlichen Handlungen sind denn hier bei uns? Und ich vermute, so wird es ähnlich eben auch hier in Italien gewesen sein, verboten. Und dazu gehören zwei Dinge, die bei Free-to-Play sicherlich eine große Rolle spielen. Erstmal gibt es dazu eine Liste, sogenannte Blacklist, von Tätigkeiten, die definitiv unzulässig sind und unlauter. Und die finden sich nämlich im Anhang dieses Gesetzes. Unter Nummer 21 haben wir da den Punkt, unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind, Nummer 21, das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als gratis, umsonst, kostenfrei oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind. Dies gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- und Dienstleistungsangebot oder für die Abholung der Lieferung und so weiter und dann unvermeidbar sind. Ja, also bei Waren und Dienstleistungen, die kostenlos angeboten werden, aber im Endeffekt es gar nicht sind. Und da kann man jetzt natürlich trefflich streiten, wie ist es jetzt bei Free-to-Play? Weiß ich wirklich, dass das natürlich versteckte Kosten sind oder eben nicht versteckt oder eben nicht? Da muss man dann auch hier in Deutschland natürlich auch gucken, an wen richtet sich das Ganze und was sind die Kreise, die angesprochen werden. Und wenn es dann eben Kinder sind, Unerfahrene, vielleicht noch mit diesem Spielprinzip, dann ist man da eher geneigt zu sagen, hier, das trifft hier zu, als bei dem Erwachsenen, der weiß, dass das bei Free-to-Play in der Regel eben irgendwie sich ja trotzdem noch finanzieren kann. Das ist die eine Sache, die man hier sicherlich beachten sollte und kommt sicherlich auch auf das Free-to-Play-Modell selber an. Habe ich etwas, wo ich nur was zukaufen kann? Da wäre man sicherlich deutlich entspannter als bei Produkten, wo man schon nach wenigen Minuten eigentlich nicht mehr anders kann, als irgendwas mit Geld dann zu kaufen und das vielleicht auch noch nicht mal so ganz eindeutig ist. Da dürfte sicherlich auch der Verbraucherschützer in Deutschland entsprechend dann auf den Plan gerufen werden. Und die zweite Sache ist eben, sobald diese Spiele Kinder ansprechen. Und das erinnert uns an den Fall, den ich ja vor kurzem hier schon mal besprochen habe, eben den BGH-Fall Runes of Magic. Und so heißt es hier nämlich in der Nummer 28, unzulässige geschäftliche Handlungen sind die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen. Das heißt also, wenn sich das Ganze explizit an Kinder, ja, das ist eben schon mal die Frage, minderjährige Kinder, das wird gern mal auch bei diesen Definitionen dann inzwischen geworfen, hier steht Kinder, Kinder sind so bis 14, wenn sich an die das besonders richtet und das war auch das Umstrittene jetzt bei dem Runes of Magic Fall, der BGH entschieden hatte, der hat nämlich gesagt, das ist dann schon der Fall, nur weil wir jetzt nur uns duzen, das ist es vielleicht noch nicht. Also der IKEA-Käufer kann IKEA selber kann aufatmen. Aber wenn dazu noch sozusagen szenetypische Sprache kommt, Anglizismen und sowas, dann
dann haben wir, sind wir schnell da in der Kategorie, dass es sich gerade auch an unter 14-Jährige richtet. Auch das sehr umstritten, war auch in der Diskussion jetzt immer wieder hochpoppend. Also da kann man sicherlich trefflich drüber streiten, ob das nicht auch den 20-jährigen Anglizismen heutzutage einfach Jugendspeech ist und das einfach dann auch dazugehört, auch bei Älteren schon, und das nicht ein Indiz ausschließlich und auch das Du, beides zusammen nicht mal ein Indiz dafür ist, dass es sich an unbedingt gerade ausdrücklich vor allem an Kinder richtet. Nichtsdestotrotz, das Spannende jetzt bei dieser Geschichte aus Italien ist aber, dass die allem Anschein nach, zumindest laut dieser Meldung eben von Osborne Clark, nicht nur eine direkte Kaufanforderung, Aufforderung an Kinder sind, sondern selbst der Umstand, dass hier im Austausch gegen interne Werbung nämlich entsprechendes Guthaben gegeben wurde. Das heißt also, nur das Gucken von Werbung schon zu Guthaben führt und auch das schon, ja, zumindest Werbung mit einbezogen ist im Sinne des Nummer 28. Gut, wir haben dann sozusagen eine Stufe mehr. Wir gucken uns Werbung an, die sich wiederum an Kinder vielleicht richtet. Lange Rede, kurzer Sinn meines kleinen, beschaulichen Podcasts von heute. Ja, für den Spieler selber ändert sich erstmal gar nichts. Das heißt, die Hoffnung jetzt zu haben, ja, das verstößt doch vielleicht auch hier, was wir an Free-to-Play haben, gegen das UWG. Da kann, muss ich ja dann vielleicht nichts zahlen oder kann dagegen vorgehen und den richtig Ärger machen, wenn ich mich ärgere, 5 Stunden gespielt und plötzlich muss ich zahlen, um weiterzuspielen. Also, das UWG und die Rechte daraus gibt es nicht für den einzelnen Verbraucher, sondern dagegen können nur Mitbewerber vorgehen, Verbände, qualifizierte Einrichtungen und die IHKs. Idealerweise wendet man sich also an die Verbraucherschützer. Die können zum Beispiel gegen sowas vorgehen und haben sie auch in der Vergangenheit des Öfteren denn auch schon getan. Und für die Anbieter solcher Spiele, das, was man vielleicht auch aus diesem Fall jetzt lernt, da ist ja noch nicht viel passiert. Erstmal haben die also jetzt entsprechend ermittelt in Italien und da kann man jetzt also Sachen einreichen. Es ist nur so ein Indiz dafür, dass man sieht, aha, das Thema ist also virulent und nicht nur in Deutschland. Kann man eigentlich nur den Rat geben, klärt auf. Also schreibt nicht nur alles kostenlos und im Endeffekt ist es das nicht, sondern macht nochmal einen Satz mehr oder zwei und klärt auf, was passiert und passt bloß damit auf, was ihr da für eine Sprache verwendet. Nicht, dass es so aussieht, als wenn sich das ausdrücklich insbesondere an unter 14-Jährige, zumindest an Kinder richtet. Ja, so schnell sind wir schon wieder durch. Das war's für heute mit dem Games-Anwalt und ja, jetzt freuen wir uns auf die WM und auf die nächste Folge vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.